Moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Cities Skyline 1 geht weiter hier mit unserem großen neuen Kreisverkehr. Und wir haben, glaube ich, Strom. Ne, haben wir nicht. Man kann sagen, wir haben Strommangel, aber ne, haben wir nicht. Der hat so einen kleinen. Ich dachte, der wäre hier automatisch an dem Netz dran. Ist er leider nicht. Hier können wir aber doch mal easy hier rüber. Dann gehen wir hier ran. Dann haben wir nämlich hier auch schon Strom auf der Ecke. Und schon siedeln hier auch welche an. Manchmal ist das das Geheimnis, ne? Strom fürs Volk. Dieser ganze, ne, das ist doch auch. Das ist angeschlossen, hier ist angeschlossen. Hier ist alles mittlerweile angeschlossen. Und das, was jetzt nicht angeschlossen, ach, das ist eigentlich Quatsch. Warum mache ich das nur so? Mach doch mal durch. Mach doch mal. Nein, machen wir nicht. So, wie geht's euch? Post. Bildung? Warum ist die Bildung? Ist dieses Elementarschule von da zu weit weg? Eigentlich nicht. Eigentlich erreichbar. Warte mal, vielleicht hier noch eine mehr? Wir brauchen eine Grundschule nebenan. Kann man ein Stück weit nachvollziehen. Ne? So, was haben wir noch Schönes? Das waren die Parkhäuser, die irgendwie gefühlt gar keinen Einfluss haben. Eine Anglerinsel. Weiß ich nicht. Tropengarten. Ja, der hat noch keinen Strom da oben, deswegen lübt er noch nicht so. Lübt man nicht rund. Nicht genügend Nahrung. Warum nicht? So, sollte man nachher merken, dass es hier in der Mitte zu viel, ne, dass das umgeleitet werden muss, dann machen wir das. So ist ja auch nicht so wild. Weil die müssen jetzt alle hier durch. Ich habe überlegt, dass wir hier noch eine Autobahnanschlussstelle bauen. Und zwar. Vielleicht mit richtiger Autobahn sogar. Müsste hier aber ein richtiges Autobahnkreuz hinsetzen und ihr kennt ja meine Autobahnkreuz-Bautechniken, die sind nicht so cool. Müsste mit denen hier theoretisch rübersetzen. Und dann sind wir, gehen wir natürlich, ich weiß nicht, ob das richtig was wegbringt da. Naja, ein bisschen was könnte das bringen. Müssen wir mal kurz auf Pause gehen, oder? Wenn wir das hier hinsetzen, dann wieder alles miteinander verbinden. Dann können wir von der Autobahn hier weitergehen, bauen hier noch eine Auffahrt und vielleicht hier hinten auch. Dann locken wir ein paar Leute weg, die sonst hier überall sich durchschlängeln wollen. Oh, was ist das für eine? ...16.000 Baukosten. Irgendwann würden wir ja theoretisch da wieder ankommen, ne? Komm, wir gehen mal kurz auf Pause. Ich will es nochmal... Na, ich reiß das jetzt hier erstmal weg. Das kann sein, dass es nicht passt wegen dem Berg nebenan, ne? Muss jetzt irgendwie drehen können. Das wird hier schon mal hinpassen. Und wie kann ich das drehen? Halten Sie das sekundäre Maus rausgedrückt, um die Kreuzung zu rotieren. Sekundäre Mausrad? Achso. Guck mal, so passt das doch schon. Nice, das hätten wir selbst gebaut. Stimmt, ne? So, machen wir gleich mit Lärmschutz. Ach, Lärmschutz ist hier aber bisher auch nicht, oder? Dann müssen wir das nochmal upgraden demnächst, weil ich möchte natürlich schon gerne hier überwiegend auf Lärmschutz ausgehen. So werden wir es hier auch machen.
So, jetzt müssen wir natürlich wirklich auch bedenken, dass wir irgendwie noch rauf und runter kommen von der Bahn. Sonst bringt uns das ja auch irgendwie relativ wenig Spaß. Ich glaube, dafür sind wir schon zu nah dran. Gehen wir wieder. Glaube ich zumindest. Weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir dann zu nah sind. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Dann ist es gebaut und ist auch nichts mehr zu retten. Ich glaube, es ist nämlich schwierig. Also wenn man jetzt sich das, die hintere Bahn anguckt, dann wird das wahrscheinlich echt schon so sein, dass es nicht mehr machbar ist, ne? Wir müssen ja auch von der einen Seite irgendwie runterkommen. Ansonsten müssten wir hier runter ziemlich groß rumschlängeln und hier auch rum, aber das finde ich ist schwierig. So ist das, ne? So ist das, Leute. So ungefähr, oder? Wollen wir davon auch mal versuchen? Also finanziell geht es uns zum Glück gut. So, dass wir da, wir können auch wieder auf Play gehen, ne? Weil die Hauptautobahn steht ja eigentlich wieder, das andere entsteht jetzt, aber ist auch egal. So, hoffentlich, ne? Ein Versuch macht klug. Immer noch ein zu wenig. Wir schaffen das aber noch irgendwann, früher oder später. Versprochen. Genau, falsch rum, ne? Was eigentlich noch? Vierspurige Autobahn mit Lärmschutzwand. Wir haben hier nur dreispurige, ne? Aber bisher sind wir eh mit dreispurige ganz gut gefahren. Schauen wir mal so. Nee, nee, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Verkreist denn alles. Weg damit. Hier auch noch ein Stück weg. Modus. So, lass es mal von hier versuchen. Also doch nichts mehr mit Kurve, sondern einfach hier gerade rüber. Wollte ich zwar nicht, aber ist ja egal. Ne? Hauptsache, wir haben hier überhaupt Autobahn. Schöne Anschlussstelle für die Leute, die werden uns dankbar sein. So, wir gehen mal wieder auf Play. Denn die Leute können ja trotzdem hier einziehen. Ne? Bisher haben wir nur 1000 neue Einwohner gewonnen und das muss jetzt ein bisschen mehr werden. Mautstellen war auch mal so eine Geschichte. Ne? Haben wir noch überhaupt gar nicht dran gedacht. Oder hat man ab und an mal dran gedacht, aber nie. Stadion. Aber auch noch nicht. Sollen wir das hier mal mit ansiedeln? Für ein Stadion braucht man eine gute Autobahnanbindung und alles. Jetzt brauchen wir aber echt Strom. Ich hoffe, das reicht an Strom. Ja, reicht an Strom. Und ein Parkplatz daneben. Einfach weil es so optisch so passen würde, ganz gut eigentlich.
Pauli-Stadion ist das. Gott, was habe ich da? Gibt es kein Signal Iduna Park eigentlich? Schreibt es mal rein in die Kommentare, die Leute. Gibt es ein Signal Iduna Park? Sagen wir Westfalen-Stadion lieber dazu. In den Mods. Dann würde ich mir das noch holen. Versprochen. So geht's ja nicht. So, das ist genau dieses eine Stück, was wir brauchten. Ne? Jetzt haben wir es doch endlich. Mensch, schwierig, schwierig. Das ist eigentlich alles hier. Ich habe noch nie benutzt das Ganze. Bin ziemlich eingeschränkt in meiner Auswahl, glaube ich. So, schön lange Abfahrten. Wegen Staugefahr und so, kennen wir ja. So, hier eine lange Auffahrt. Hier eine Abfahrt. Und hier die Auffahrt. Hier die Ampeln weg. Dann müssen wir jetzt gucken, wie kommen wir denn hier am besten jetzt eigentlich aus der Nummer raus. Einfach anschließen. Ein bisschen komisch, ne? Aber okay, irgendwo muss man so eine Sache ja mal haben. Das mache ich eigentlich nur so ein bisschen auseinandergesetzt, damit es auch auseinander geht hier. Ja, bin gespannt, ob das was bringt oder nicht. So. Hier haben wir noch gar nichts ausgewiesen. Da können wir so ein bisschen davon abhängig machen, was vielleicht am ehesten nochmal gebraucht wird demnächst. Hier oben die U-Bahn hat immer noch keinen Strom und kein Strom ist natürlich nicht gut. Hier komme ich überhaupt nicht rüber. Warte mal. Ach so, komme ich rüber. Aufgebockte Strommasten. So, so kriegt er auch seinen Strom. Fehlt eigentlich nur noch das hier. Das Schwimmbad hat jetzt auch Strom. Aber die ersten Autos kommen hier. Das neue Autobahnkreuz, das ist wie gesagt die... Alter, was hier schon wieder durch ist, ne? Komisch. Versteh's nicht. Einfach mal so ein komisches Wasserteil hier. Ja, weil die Autobahn... endet ja aktuell hier. Und diese Autobahn endet auch aktuell hier. Die geht in die Richtung. Die geht da in die Richtung wahrscheinlich, ne? Könnten wir also über Umwege miteinander verbinden. Das ist mal eine nice Idee. Ich mag Lärmschutz. Eine schöne Kurve hier. Böse Kurve. Ja, Strom bauen wir gleich wieder auf. Kein Problem. So, da haben wir das dann miteinander verbunden. Müssen sich auch da nicht durchquetschen, können die hier schön rundherum fahren. Wenn sie rundherum fahren, wäre es natürlich optimal für uns. Die brauchen wir theoretisch gar nicht mehr, den Strom scheinbar hier. Aber trotzdem. Mit denen. Nicht genügend Verkaufswarengebäude ist außer Betrieb. Brauchen wir doch nochmal mehr richtige Industriegebiete? Was mich jetzt persönlich auch nicht unbedingt verwundern würde. Mal ganz ehrlich. Sollen wir hier noch ein neues Industriegebiet hinsetzen? Weil hier, das ist jetzt ja auch, das Ding ist ja gegessen hier, ne? Die Autobahn.
So irgendwie, dann nehmen wir den nochmal wieder weg. Und schließen hier an. Hier noch eine kleine Verbindungsstraße durch und dann ist das unser kleines neues Industriegebiet. Wir brauchen wohl mehr Verkaufswaren. Verkaufswaren kann ja praktisch eigentlich nur die Industrie produzieren und nicht die Bürogebäude. Ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. So, guck, haben wir das. Bisschen Wasser. Schon so viel los. Aber es ist auch aktuell kein Bedürfnis danach. Haben wir irgendwo so groß, krassen, heftig Verkehrsstau, dass es da irgendwo irgendwas nicht läuft? Oder was ist das allgemeine große Problem? Weil wir haben ganz viele Bereiche, wo nicht genügend Verkaufswaren am Start sind, scheinbar. Wo liegt das denn? Möchten wir mehr Landwirtschaft? Könnte uns das rausreißen? Oh, krass. Hier muss es aber auch ein bisschen gebrannt haben. Hier auch, ne? Schöne Flächen. Werden die von alleine wieder grün oder müssen wir die wieder grün machen? Fruchtbares Land. Hier können wir sogar Öl malen mit diesem Tool. Okay. Alles verbrannt hier, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir das so nochmal zu retten ist. Müssen wir mal gucken. Sieht natürlich nicht so schön aus mit diesen krass abgebrannten Flächen. Aber dieses Industriegebiet, das hat auch noch gar keine Bäume abgekriegt, fällt mir gerade mal so auf. In der Mitte, da haben wir noch gar nichts gemalt. Aber das Industriegebiet können wir ruhig noch vergrößern hier, ne? Und zwar, wenn wir jetzt hier Straßen anbauen. Hier. Einfach mal solche Bereiche anbauen, ne? Auch Industriegebiete werden wir nicht mehr so ganz krass, wie wir es bisher gemacht haben, aneinander setzen. So, dass wir da zwischendurch dann doch noch ein paar Bäume einfach zwischenkriegen. Und dann malen wir hier wieder. Und können hier auch produzieren. Ich denke, das wird sich mit der Zeit hier schon wieder einpendeln. Aber wir müssen ein bisschen was an der Wasserversorgung tun, das wird knapp. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal Abwasser und wir brauchen noch wieder eine neue Pumpe. Also Pumpen sind wir hier ganz groß. Irgendwann kommt auch kein Wasser mehr da hinten an, weil hier alles weggepumpt wird. Das ist die große Pumpe. Die kommt gleich ans Netz. Und dann brauchen wir noch was fürs Abwasser. So ist das. Ja, hier will noch gar keiner hin, oder was? Vielleicht einmal. Einmal ein Arzt, einmal eine Polizei, einmal eine Feuerwehr und eine Polizei.
Kein Strom. So haben sie Strom. Hier ist gut was los. Ich glaube, es wird schon wieder grüner, oder? Aber wir haben vielleicht denn doch noch wieder zu wenig Rettungshubschrauber oder irgendwas. Also hier. Möglich wäre es, oder? Hier nochmal abzweigen, das ist blöd wegen viel zu Kreuzung. Hier sind auch Häuser mit abgebrannt, so wie es aussieht. Vielleicht hier nochmal eine kleine Feuerwache mit reinbauen. Ja, hier passt es nicht hin. Ups, bereits bebaut. Naja, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.